Bemerkenswert. Aber noch ist nicht Feierabend. Burkowski. Burkowski! Und jetzt lebt Dynamo wieder! Bekommen wir ja noch was ganz, ganz Wildes. Also die Defensive von 60 lässt durchaus was zu. Da ist Schäffler! Da ist Schäffler! Burkowski. Klasse. Gegen Moll. Dennis Burkowski. Nächster Abschluss! Abgefälscht Tor! In Liga 3. Guter Ball für Conte. Keine Abseits. Im Zentrum ist Burkowski. Conte macht das klasse. Wer bietet den Raum an? Erstmal keiner, aber noch Conte! Dynamo Dresden. Gibt es einen Abschluss? Knipping, Knipping. 2-0! Da ist der zweite Treffer und der Innenverteidiger macht. Werden über die linke Kölner Seite initiiert. Burkowski. Kein Abseits. Schäffler durch. Schäffler! Und der sieht natürlich. Arslan. Jetzt hat er so ein Gemälde! Da hatten sie vor allem auch Schiedsrichterpech. Das kam noch erschwerend dazu. Und da ist dann das 2-3. Ahmet Arslan in der Nachspielzeit. Da bekommt keiner mal 2 Sekunden Zeit, um zu überlegen. Jetzt Meier, dieses Zuspiel ist grandios. Conte plötzlich da. Er stellt den Spielverlauf auf den Kopf. Jonathan Meier auf Conte. Zusammen mit Knipping und Kammerknecht und Hillers hat man da natürlich ordentliche Wucht dabei. Ball von Haslan ist nicht schlecht. Kutschke verlängert und die Chance, das Tor! Die Arme sind direkt vorm Körper. Eine Art Schutzhand gibt es nicht mehr. Haslan mit der Chance zum Zweiten. Haslan macht ihn. Unbehauen. Ist fast dran. Ja, und da ist noch einer drin. Kammerknecht mit dem 3-0. Das wird vermutlich übrigens sicherlich der erste Torschuss für Dynamo in diesem Spiel. Er wird es und Kutschke. Und Weihrauch, der sich da gut behauptet, nimmt da Meier mit, wieder zurück. Kutschke, Kutschke, Tor! Er auf der Doppel-8 mit Gogia heute. Jetzt kommen sie das erste Mal, die Dynamos. Guter Steckpass in Richtung Schäffler und schon ist er drin. Sah mir im ersten Moment noch verhunzt in der Reingabe aus, aber vielleicht jetzt ein offensives Lebenszeichen der Dresdner. Da ist das Tor! Da ist der Abschluss durch Arslan! Meier! Nochmal Kutschke! Da ist wieder Arslan! Da ist Wehr! Ausgleich! Akoto! Akoto mit der Hacke! Kammerknecht! Ja, bist du denn irre? Alles rauscht rein in Richtung Essener Strafraum. Kammerknecht. Wo sind sie? Die lange Latte. Schäffler! Schäffler mit dem Ausgleich! Bitter für die Saarbrücker. Gar keine Frage. Ahmet Arslan. Und Arslan! Zweite Chance. Da ist der Treffer. Bahn mit Platz. Da ist nur noch Lewald im Zentrum Dresdens. Winkler. Oh, das ist das Eigentor! Batista Meier, die Flanke ist aber gut und da ist der Anschluss. Drin ist er, Arslan! Burkowski, guter Ball für Kutschke! Fahne bleibt unten, 1-0 Dynamo! Akoto. Akoto hat noch das Füßchen. Arslan und das Tor. Arslan drüben völlig frei. Burkowski. 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 Akoto wieder abgelegt und es ist wieder Abend. Arslan. Einen über auf dem Boden. Kutschke! Tor! 1-1! Na klar, Arslan. Guter Ball ins Zentrum. Hauptmann. Oha! Oha! Oha!
2:1, Spiel gedreht. In Richtung richtig entschieden. Aber Dresden schon wieder dran. Kulke im Zentrum ist wieder Kutschke. Und dann macht er halt den. Aslan auf Conte. Gutes Anspiel. Winkler verschätzt sich. Conte. Und das ist so gnadenlos effizient. Ist schon rum. Nachspielzeit gibt's ab jetzt. Eine Minute obendrauf. Aslan. Borkowski wieder im 1 gegen 1. Rechts ist Kutschke. Stefan Kutschke, Abschluss oder Hereingabe, das könnte abseits gewesen sein, die Fahne bleibt unten. Borkowski, Conte, das war kein Abseits, gegen Ruhe, Conte, es ist unfassbar. Akoto, Flachodimos, der Zauberkünstler. Flachodimos, nochmal Dynamo. Halle will nach Hause. Halle darf nicht nach Hause. Wie bis vor einem Jahr Gerino Capretti oder wie jetzt Mitch Kniat heißen, immer wieder Umbrüche einleiten müssen. Die Chance für Aslan. Tor! Und jetzt erst kriegt Borkowski den Ball. Ja, Tor! Wird der zweite sein. Erstmal kommt Aslan. Zweiter Pfosten, Tor! Siebert wieder. Hauptmann. Und dann die Möglichkeit für Dresden! 1,94, aber auch Lewald und Knipping jeweils über 1,90. Schauen wir mal. Der ist nicht schlecht. Und da ist das Tor! 1:0! Von Ahmed Aslan und hebt jetzt hier gleich das Dach ab. Aslan gegen Mendel! Gibt's Arbeit für Lotka, der ist und bleibt die Nummer 1. Das ist festgezurrt. Ball kommt gut und Dynamo! Schon ein ganz wichtiges Element. Und man sieht, der Ball rollt weiter und zwar perfekt. Da steht es 2:0. Die Party geht weiter. Das Tor, die 17. Minute ist das. Dresden kann auf 3:0 stellen. Kutschke, Tor! Party! Es hat erst der runde Ball, später die Auswechslung. Aslan. Der legt gut in der Luft. Kam auf dich! Standard Aslan. Hat vor ein paar Minuten schon gut funktioniert. Und auch jetzt funktioniert's! Knipping hat das Glück! Weiß, dass er heute performen muss. Bis jetzt sieht alles gut aus. Will. Was für ein Hammer! 1:1 nach 10 Minuten. Zwei schnelle Spieler gegeneinander. Oh, Conte macht das super. Wunderbarer Ball. Kutschke. Und jetzt ist die Chance da. Aslan. Und wieder hat hier Ingolstadt höchste Not. Und er macht ihn rein. Beim Auswärtsspiel in Dresden. Aber noch ist es nicht so weit. Scheffler. Dresden braucht eine Aktion und da ist sie! Da ist der Anschlusstreffer! Zum Gegenspieler gespielt von Conte. Boah. Hauptmann, robust. Und das ist das 1:0! Das ist der Einsatz, den sie sehen wollen. Kammerknecht. Unbequem für Golz und da ist Aslan! Aslan hat Glück, dass er den vorgelegt bekommt von Rias Alonso. Flanke ist gut, Borkowski! Und jetzt ist es passiert! Lutende Stelle am Kopf hat. So, und jetzt der Elfmeter. Aslan gegen Bartels. Aslan! Platziert! Park. Klares Zupfen, aber er bleibt da willig am Ball. Richtig starker Einsatz. Da gibt es bestimmt nachträglich noch Gelb. Vorteil ist gut, Kutschke! Sehr gut durchgesetzt von Lemmer. Jakob Lemmer nimmt Aslan mit. Ahmed Aslan und das ist halt Dynamo Dresden. Bekommt den Körper davor, bleibt liegen. Korto sagt, weiterspiel. Kutschke immer nach am Boden, aber die Chance für das Tor. Und natürlich Aslan. Hauptmann, unauffällig bislang in der zweiten Halbzeit. Superball für Conte. Aber dann keiner im Zentrum, doch der Hauptmann. Und er macht ihn rein.
was für ein schlimmer Ball von Gülien. Jetzt aber Wokowski, das muss es sein. Lemmer, das ist es! Bei Schwarz-Gelb, Hauptmann für Conte gegen Frick. Oh, die ist ihm schön verhunzt, aber wird doch noch zur Vorlage für Hauptmann. Brickis, Hauptmann-Tor! Schafft er das auch jetzt, 24. Oder geht Dynamo Dresden in Führung, so ist es. Aslan, nochmal eine Abschlussposition. Ahmed Aslan, der hängt gut und der hängt drin. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit hat Dynamo zugeschlagen. Gelingt es auch in der zweiten Halbzeit. Ganz, ganz spät. Scheffler, bislang wenig von ihm zu sehen. Da ist Aslan, der, wenn nicht Aslan. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.